Hey Rahul, lass uns wieder Freunde sein. Sie sieht aus wie ihr Vater. Nicht wahr? Tinas Zustand ist sehr ernst. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben alles versucht, Rahul. Aber die Blutungen sind so stark, dass wir nichts mehr für sie tun können. Sie hat es gewusst. Ich habe ihr gesagt, dass es bei der Geburt Komplikationen geben könnte. Aber sie wusste auch, wie sehr sie sich ein Kind gewünscht haben. Sie hat dieses Kind mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Ich möchte, dass meine Tochter mich kennenlernt, damit sie weiß, wer ich war, wie ich war. Es wäre schön, wenn ich es ihr selbst sagen könnte. Mama, gib ihr diese 8 Briefe, einen an jedem Geburtstag. Ich werde sie nicht miterleben können, kleiner Schatz. In diesen Briefen steht alles, was ich meiner Tochter gern sagen würde. Die Briefe werden ihre Erinnerung an mich sein. Das ist nicht fair von dir. Das ist nicht fair. Rahul? Hey, Rahul?
Lass uns wieder Freunde sein. Bitte versprich mir, dass du nicht weinen wirst. Versprich es mir. Und außerdem, wenn du weinst, siehst du einfach scheußlich aus. Du musst mir noch einen Wunsch erfüllen. Bitte. Nenne unsere Tochter Anjali, ja? Versprichst du mir das? Es tut mir leid, Rahul. Es tut mir schrecklich leid. Bleib bei mir. Einen Wunsch erfüllen. Bitte nenne unsere Tochter Anjali, ja? Versprichst du mir das? Hallo, ich bin Anjali. Und Sie sehen die Sendung? Anjali. Wenn ich groß bin, werde ich Moderatorin. Genau wie Nilam. Hey, gleich geht's weiter. Kleine Pause. Ich bin gleich wieder zurück nach der Werbung. Meine Hobbys sind Schokolade essen, dumme Jungs verhauen, Oma nerven und Mamas Briefe lesen. Hey, ich bin spät dran. Ich muss mich noch umziehen, weil ich mich nämlich gleich mit Papa treffe. Aber ich komme wieder nächste Woche zur selben Zeit am selben Ort. Schaltet wieder ein. Nein, wirklich nicht. Ich habe diese Frau noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Kein einziges Wort. Warum glaubst du mir denn nicht? Hallo. Anjali. Anjali, bleib doch stehen. Ich weiß, ich hab mich verspätet. Tut mir leid, aber es waren doch nur, zwei Stunden? Genau. Na schön, tut mir leid. Ich war beschäftigt. Ich bin auch sehr beschäftigt, Papa. Wegen dir habe ich heute extra kein Fernsehen geschaut. Oh. Wir haben doch ausgemacht, Klamotten für dich zu kaufen. Stimmt. Und das ist auch wirklich dringend nötig. Ja. Es ist einfach zu viel, Papa. Weißt du, ich kann nicht alles für dich machen. Ich bin deine Tochter, nicht deine Frau. Wieso? Ich bin doch auch beides für dich, Papa und Mama. Da kannst du doch. Dann nicht. Nein. Nein. Was ist? Bist du jetzt sauer? Ein bisschen. Entschuldigung. In Ordnung. Hm? Na schön. Hm? Hm? Versteht ihr, was ich meine? Der Herr kann ganz unterschiedlich in Erscheinung treten. Aber egal, welche Erscheinungsform er wählt, unsere Hingabe und Gebete erreichen ihn immer. Man sollte also die Verbindung zu Gott niemals abreißen lassen. Nicht nur zu stimmen. So viel also für heute. Du hast aber, aber eine bevor schöne wir Kette. Zum ist Schluss die neu? Die Kette? Die hat er mir zum Valentinstag geschenkt. Opa! Ja? Opa, meine Liebe, sing uns das neue Gebet vor. Welches Gebet? Das ihr bis heute lernen solltet. Ach so, verstehe. Sie meinen das Gebet. Habe ich nicht gelernt. Opa, was? Was hast du gesagt? Das kannst du doch nicht. Habt ihr das gehört? Unsere Rupa hat das Gebet nicht gelernt. Aber wenn du keine Gebete kennst, wie willst du deinen Kindern später welche beibringen? Alles, was wir tun und sagen, hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung unserer Kinder. Hab ich recht, Mädchen? Ja. Wie will sie später ihre Kinder erziehen? Hallo, mein Schatz. Da wir gerade von Kindern sprechen, das ist meine Enkelin Anjali. Namaste. Namaste. Hallo, Anjali. Hallo, Schneckchen. Anjali, von wem kennst du denn solche Ausdrücke, hä? Von Papa. So.
Geh jetzt und mach dich fürs Schulfest fertig. Oma? Mhm. Krieg ich den Brief? Wann hast du Geburtstag? Morgen. Also. Na gut. Geh jetzt. Komm, Mutter, wir müssen uns beeilen. Es fängt gleich an. Da ist noch Platz. Schnell. Setz dich. Mr. Kanal, setzen Sie sich. Freut mich, Sie zu sehen. Namaste. Namaste. Mir geht's gut. Namaste. Seid ruhig, Kinder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Kleinen. Das ist vielleicht ein komischer Wettbewerb. Die Kinder müssen gleich einen kleinen Vortrag halten. Ich weiß. Dabei wissen sie gar nicht, worüber. Das erfahren sie erst auf der Bühne und müssen sich ganz schnell was einfallen lassen. Ja, ich weiß. Aus dem Stegreif. Überlegen Sie mal. Sei bitte leise und sprich nicht zu. Schon gut. Entschuldigen Sie. Und nicht vergessen, jedes Kind hat für seinen Vortrag nur eine Minute Zeit. Nur eine einzige Minute. Nur eine Minute. Überlegen Sie mal, nur eine einzige Minute. Das ist bestimmt unglaublich schwierig. Trotzdem gewinnt unsere kleine Jaswinda jedes Jahr. Aber sie freuen sich. Sie ist ja so talentiert. Viel Glück, Jaswinda. Dir auch. Unsere kleine Jaswinda ist die Beste von allen. Ach ja, übrigens, unsere Angelie nimmt auch daran teil. Dann wird sie Zweite. Keine Sorge. Danke, sehr freundlich. Aber bitte sehr, bitte sehr. Heute ist Jaswinda Singh. Ja, meine Kleine! Zeig, was du kannst, Jaswinda! Ja, zeige sie! Ja, bravo! Gib alles, mein Schatz! Mein Thema heute ist Gott. Jeden Morgen beten wir alle gemeinsam zu unserem Gott. Papa sagt, wenn wir jeden Tag zu Gott beten, dann freut er sich darüber sehr und beschützt uns alle. Genau. Und Mama sagt, zu Gott beten beeindruckt unsere Großmama. Und dann erben wir irgendwann mal das große Haus von ihr. Was könnte ich noch erzählen? Ach ja. Mein Lieblingsnachtisch ist Götterspeise. Und am liebsten mag ich die mit Himbeergeschmack. Das war's, danke! Bravissimo! Toll gemacht, Jasu! Fantastisch! Geh und hol dir ein Thema. Angeli, ihr wird meine Zweite. Tochter. Und deine Zeit läuft ab jetzt. Sag was. Mutter. Tut mir leid. Mutter. Eine Mutter liebt uns über alles. Ihre Liebe ist so groß, dass wir sie nicht fassen können. Eine Mutter macht uns Mut bei allem, was wir tun. Und sie steht immer an unserer Seite. Sie glaubt an uns. Eine Mutter lacht mit uns. Und sie trocknet unsere Tränen. Eine Mutter ist für uns alle unersetzbar. Mama ist unser Ein und Alles. Aber sie ist nicht mehr bei uns. Wenigstens hast du noch einen Papa. Und der ist doch auch ein ganz netter Kerl. Na komm her. Sie haben gewonnen. Ja, Sie sind die Nummer eins.
Ach ja, übrigens, habe ich dir schon erzählt, dass Herr Patel wieder angerufen hat? Welcher Herr Patel? Unser Nachbar in Delhi. Was will er? Er hat wieder eine Heiratskandidatin. Für wen? Für wen wohl? Er soll für dich jemanden suchen. Oh, schäm dich. Er hat gesagt, das Mädchen sei sehr hübsch und wohlerzogen. Ja, ja. Aber ich habe einfach abgelehnt. War doch richtig, oder? Ja. Oder war es nicht richtig? Doch. Das war doch in deinem Sinne. Aber ja, Mutter. Schön. Du meinst also, es war richtig. Aber ich mach doch nie was falsch. Ich tue ständig das Richtige. Das Mädchen soll sehr hübsch sein und wohlerzogen. Aber heutzutage sind alle jungen Mädchen hübsch und wohlerzogen. Wer will denn heute noch heiraten? Herr Patel muss verrückt sein. Er geht mir auf die Nerven mit seinen Anrufen und seinen jungen Frauen. Soll er sie doch selbst heiraten und mich in Ruhe lassen? Was hast du, Mama? Ich weiß nicht, Rahul. Mir kommt unsere Familie so unvollständig vor. Warum? Du bist da, ich bin da und Anjali. Mehr brauche ich nicht. Aber weißt du, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen bin, dann schimpfen alle über ihre Schwiegertöchter. Verstehe. Nicht mal das kann ich tun. Oh. Das ist natürlich ein echtes Problem. Du brauchst also eine Schwiegertochter, damit du über sie schimpfen kannst. Hm? Nein, mein Sohn. Ich wünsche mir so sehr, dass du glücklich bist. Ich bin glücklich. Sehr glücklich. Dann willst du also nicht wieder heiraten? Man lebt nur einmal, Mutter. Und stirbt nur einmal. Und man heiratet nur einmal. Und man liebt nur einmal. Nur ein einziges Mal. Du kommst vielleicht allein zurecht, aber denk an Anjali. Wieso? Was ist mit ihr? Findest du nicht auch, dass sie eine Mutter braucht? Nein. Es geht ihr gut. Es geht ihr gut. Schließlich hat Anjali etwas, was nicht einmal ich habe. Die Briefe ihrer Mutter. Anjali, alles Gute zum Geburtstag. Du wirst heute 8 Jahre alt und ich bin sicher, du siehst genauso aus wie dein Vater. Das gleiche Lächeln, die gleichen Augen. Hab ich recht? Nein, ich sehe aus wie du. Sag mal, Anjali, geht dein Vater immer noch mit Socken ins Bett? Mhm. Wann gewöhnt er sich das endlich ab? Du bist inzwischen ein großes Mädchen geworden und wirst sicher verstehen, was ich dir mit dem heutigen Brief sagen möchte. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Über deinen Vater, über mich und über Anjali. Anjali? Wieder zu spät. Ich brauche eben meinen Schönheitsschlaf, Baby. Von wegen Schönheitsschlaf. Du hattest Schiss. Hey,
Raoul Canard hat keinen Schiss. Raoul Canard hat keinen Schiss. Genau. Gegen Anjali Sharma aber verliert er jeden Tag. Willst du dumm quatschen oder spielen? Wozu denn? Du verlierst doch sowieso wieder. Nein, heute nicht. Träum weiter, Raoul. Ja. Wir werden ja sehen. Na, warte. Wir werden ja sehen. Ja. Hey, darf ich jetzt vielleicht auch mal? Hey. Ah. Anjali, was soll das? Komm schon, hey. Hey. Nein! Na 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 du 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 na 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 na. Nein, nicht doch, warte! Komm, hol ihn dir doch. Was ist denn? Schlaf nicht ein. Na komm. Pech gehabt, ja. Oh nein! Zum Spielen, aber bescheißen. Hey, ich bescheiß nicht, kapiert? Du bist ein Schummler. Ein ganz, ganz gemeiner Schummler. Anjali, nenn mich nicht Schummler. Raoul ist ein Schummler. Stimmt nicht. Raoul ist ein Schummler. Stimmt nicht. Oh, doch. Au. Hey, kreisch nicht wie ein Mädchen. Hey, nenn mich nicht Mädchen. Eigentlich hast du recht. Du bist kein richtiges Mädchen. Jedenfalls bin ich nicht so bekloppt wie diese Zicken, denen du immer hinterherläufst. Excuse-moi. Nicht ich laufe dem Mädchen hinterher, sondern sie mir. Oh, verstehe. Raoul ja, stimmt ist genau. So süß und so goldig. Aha. Und er sieht ja so wahnsinnig toll aus. Aber dafür hast du einen hübscheren Schnurrbart. Findest du das lustig? Klar doch. Ich finde deine Witze blöd. Und ich finde dich blöd. Klappe! Raoul und Anjali haben mal wieder Streit. Raoul und Anjali haben Streit. Raoul und Anjali haben Streit. Raoul und Anjali haben wieder Streit. Ye kaisa ladka hai? Ye kaisi ladki hai? Iska main kya karun? Isse main kya kahun? Ye ladta hai. अकड़ती है झगड़ता है बिगड़ती है दीवाना है दीवानी है Aber er ist dein bester Freund, Anjali. Aber sie ist deine beste Freundin, Raoul.
रे हाय ये लड़की हाय हाय रे हाय करती नादानियां क्यों पूछो तो हाय कभी ये हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी लड़की है दीवानी है दीवानी बातें यही जाने कोई भी तो जाने ना ऐसी वैसी कैसी है ये कोई पहचाने ना तो भागो ओ यारो करनत शैतानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी Chaos. Könnt ihr nicht zwischendurch mal aufräumen? Ihr Mädchen macht mich wirklich noch ganz verrückt. Warte, warte. Was hast du denn für komische Dinge auf deinem Kopf? Das sind Lockenwickler, Rifat B. Das sind Lockenwickler, Rifat B? Du glaubst doch nicht wirklich, dass sich Jungs von solchen albernen Wicklern locken lassen. Nein. Und wie kriegt man die Jungs dann rum, Rifat B?
Wie siehst denn du aus? Das ist viel zu kurz. Schäm dich. Bitte sagen Sie es uns. Ihr seid noch viel zu jung für solche Sachen. Wir würden es aber so gern wissen. Nein. Sagen Sie es uns bitte. Also gut. Jungs gefällt es, wenn ein Mädchen Charme und Esprit hat. Wenn es wohlerzogen ist und sich anmutig bewegt. Und? Und? Und mehr weiß ich nicht. Ihr Mädchen habt nur Unsinn im Kopf. Und warum liegen hier überall eure Klamotten rum? Räumt sofort auf. Hallo! Wie bringe ich diesem Mädchen nur Manieren bei? Anjali, jetzt zieh dich mal an. Du kannst doch nicht ständig wie ein Junge rumlaufen. Sieht doch cool aus, Rifat B. Cool. Bitte, Anjali, benimm dich wenigstens ab und zu wie ein Mädchen. Nimm dir ein Beispiel an den anderen. Du bist doch ein kluges Kind. Ständig muss ich mir das selber anhören. Ach, übrigens, ich habe schon wieder gegen Rahul gewonnen. Gegen Rahul? Halt dich von diesem Taugenichts fern. Wieso? Er ist mein bester Freund, ein toller Kumpel. Ehe du dich's versiehst, kann aus einem Kumpel ganz schnell ein Verehrer werden. Rahul? Niemals. Nein, Igitt's. Ja, ja, das kenne ich schon. Hier ist was zum Naschen, extra für dich. Oh, danke, Rifat B. Ist das? Bist du verrückt geworden? Hier im College sind kurze Röcke nicht erlaubt. Was für ein wunderschöner Tag. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen, Jungs. Oh, kleiner, hübsche Farbe. Danke. Hey, hast du gehört? Ich werde mich bei euren Eltern beschweren, dass ihr den Jungs mit euren kurzen Röcken den Kopf verdreht. Habe ich nicht gesagt, keine kurzen Röcke im College? Miss Briganza, hallo. Miss Briganza. Haben Sie was gesagt, Mr. Malhotra? Ich habe nur gesagt, dass bei uns im College kurze Röcke leider nicht erlaubt sind. Wieso nicht? Das ist die neueste Mode, Mr. Malhotra. Heutzutage soll es sogar Mädchen geben, die überhaupt keine Röcke mehr tragen. Das ist ja unerhört, Miss Briganza. Ja, Mr. Malhotra. Und wie gefalle ich Ihnen heute? Sie sind heute ganz außerordentlich. Wie soll ich sagen? Schnuckelig. Genau, Sie sind ganz schnuckelig. Na ja, es ist ja nur, wenn Sie so aufreizend hier im College erscheinen, dann werden die jungen Burschen... Was denn für junge Burschen? Wollen Sie damit sagen, ich bin alt? Aber nein, Sie sind doch noch jung, blutjung. Ach, Mr. Malhotra, Sie kleiden sich immer so langweilig. Ich weiß. Wissen Sie, als meine Frau noch gelebt hat, ja, da habe ich manchmal tatsächlich feschere Kleidung getragen. Wirklich? Aber was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Ich meine, warum sollte das keine Rolle mehr spielen? Mr. Malhotra? Ja? Miss Briganza? Mhm. Vielleicht bald Mrs. Malhotra? Wir beide? Alles Gute zum Freundschaftstag! Anjali, immer wenn ich dich sehe, erschreckst du mich. Was machst du denn da? Das ist ein Freundschaftsband. Hm? Jetzt bin ich nicht nur ihre Studentin, sondern auch ihre Freundin. Oh, wie schön! Kille, kille, kille. Was ist denn los? Sie sehen so glücklich aus. Hä? Wie meinst du das? Ich meine das nur so ganz allgemein. Ach so, nur ganz allgemein, verstehe. Meine Tochter kommt heute nach Hause. Was, Ihre Tochter? Ja, Tina. Sie kommt aus London zurück. Aus London, ja? Ja, meine Tochter hat in Oxford studiert. Oh, sie hat in Oxford studiert? Ja. Wahnsinn! Früher haben wir alle in London gelebt. Aber als dann meine Frau gestorben ist, habe ich mich dort nicht mehr wohlgefühlt. Also bin ich in meine Heimat zurückgekehrt. Und Tina wollte nicht mit zurück? Nein, sie wollte erst ihr Studium beenden. Ehrlich gesagt, meine Tochter hat mir sehr gefehlt. Deshalb habe ich ihr vorgeschlagen, sie soll das letzte Jahr hier an unserem College studieren. Schließlich steht unser College Oxford in nichts nach. Ja, Herr Direktor! Kannst du dich ein bisschen um Tina kümmern? Aber klar doch. Auf gute Freundschaft. Danke, Herr Direktor. Gut, sehr gut. Das ist ja unglaublich. Ich weiß, aber es stimmt. Ich bin das einzige Mädchen, dem Rahul ein Freundschaftsband geschenkt hat. Oh Mann, ist das aufregend. Ich freue mich wahnsinnig. Ich kann nicht mehr vorstellen. Hey, lass den Quatsch. Ganz im Ernst, Samir. Wirklich? Ich schenke dir ein Freundschaftsband. Warum gerade mir? Weil du das netteste und hübscheste Mädchen bist. Hier im College. Wirklich, Rahul? Ja, wirklich. Meinst du das auch ganz ehrlich? Hey, ganz ehrlich, Tanja. Aber ich heiße Sonja. Oh, siehst du? Ich war so
von deinen Augen verzaubert, dass ich deinen Namen vergessen habe. Es fällt mir schwer, dir zu glauben. Vertrau mir. Ach, Rahul. Ach, Sonja. Rahul. Ach, Sonja. Hör auf, Rahul. Oh, meine Süße. Meinst du es ehrlich, Rahul? Total ehrlich. Meinst du es wirklich ehrlich? Oh, Sonja. Sonja, Süße. Hallo, Rahul. Oh, Sonja. Sind das deine? Die sehe ich zum ersten Mal. Du Betrüger. Nein, nein, versteh doch. Du Lügner. Hey, 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 hey. Komm, reg dich nicht auf. Manja. Nein, nein, Tanja. Wie heißt du noch mal? Gib schon her. Hast mir eine Stunde Arbeit vermasselt. Du kriegst wohl nie genug. Wieso musst du ständig diesen bescheuerten Tussis nachlaufen? Hey, hey, merk dir, ich laufe keiner nach. Ich weiß. Kannst du dir nicht endlich mal ein Mädchen suchen, das nicht nur hübsch ist, sondern auch ein kleines bisschen was in der Birne hat? Klar. Ich hätte nichts dagegen. Aber wo finde ich so eine? Das ist gar nicht so einfach. Weißt du, diese Mädchen sind für mich nur Zeitvertreib. Bis ich sie gefunden habe. Wen? Sie. Ich suche ein Mädchen, bei dessen Anblick in mir irgendwas passiert. Was soll passieren? Hallo! Irgendwas in mir drin. Was denn, Rahul? Es muss einfach Klick machen. Aber das verstehst du nicht. Wenn sie vorbeigeht, dann stockt allen der Atem. Und wenn sie stehen bleibt, bleibt auch die Zeit stehen. Und wenn sie lächelt? Schon gut, schon gut, schon gut. Was ist, wenn du sie gefunden hast? Wenn ich sie gefunden habe? Ja. Dann werde ich vor ihr niederknien, meine Arme ausbreiten und zu ihr sagen, hey, wer immer du bist, ich liebe dich. Entschuldigung. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich liebe dich. Ich verdrück mich lieber. Nein, drück lieber mich. Tina, warte! Tina. Hallo, ich bin Angeli. Hi. Und du Hallo. Bist? Ich bin Rahul. Tina, stimmt's? Ja. Du kennst sie schon? Ja, der Direktor hat's mir heute Morgen. Nein, nein. Verschon mich so früh am Morgen mit diesem Blödmann, ja? Also, Tina, ist das dein erster Tag im College? Ja, sie kommt direkt aus London. Woher Aha. weißt du das? Ich sagte doch, ich habe heute Morgen schon mit dem Direktor... Fang nicht schon wieder von diesem Knallkopf an, klar? Knallkopf? Also, Tina, oh. wo hast du in London studiert? Sie hat in Oxford studiert. Ja, in Oxford? Woher weißt du das? Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ja, ja, bitte. Lass mich mit dem bloß in Ruhe. Unser Direktor ist eine Nervensäge. Angeli ist sein Liebling. Eine Nervensäge? Ja, was für eine. Aber vergiss ihn. Erzähl mal, wie war dein erster Tag hier am College? Toll. Guten Morgen. Geht in euer Klassenzimmer. Guten Morgen. Ach ja. Firoz, lass dir die Haare schneiden. Sie sind ja nur neidisch. Schon wieder ein kurzer Rock. Unglaublich. Da ist ja unsere Nervensäge. Guten Morgen, Herr Direktor. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, Sir. Ah, guten Morgen, meine Liebe. Kurze Röcke sind im College verboten, ist das klar? Ich bin gerade erst aus London zurückgekommen und hatte noch keine Zeit auszupacken. Entschuldigen Sie bitte. Sir, darf ich? Nein. Danke. Was hören Sie? Tina ist gerade erst aus London zurück und hatte noch keine Zeit auszupacken. Da hat sie einfach das Erstbeste angezogen. Ja, woher wissen Sie das? Ich kenne Tina seit einer Ewigkeit. Seit einer Ewigkeit. Richtig. Wirklich? Wirklich, Papa. Wirklich, Papa. Papa? Oh, Papa. Oh. Papa. Papa, Papa? Ich brauche Sie hier im Lehrerzimmer. Im Lehrerzimmer. Auf in den Kampf, Herr Direktor. Sie wartet im Lehrerzimmer. Ja, wir haben eine wichtige Besprechung. Es geht um euer aller Zukunft. Schon klar. Wiedersehen. Volltreffer. Oh, Mist. Entschuldigung. Hm? Ja? Er ist ein Blödmann, ein Knallkopf und eine Nervensäge. Und, extrem gebildet. Aha. Und reizend, und ganz reizend. Das war alles? So schlimm ist er in Wirklichkeit gar nicht. Entschuldigung? Oh. Ja? Auf unsere Freundschaft. Wir haben uns erst kennengelernt. Von Freundschaft kann da keine Rede sein.
Oh, ich bin ein Idiot. Was ist? Hat's Klick gemacht? Nein, sie ist nicht mein Fall. Wieso nicht? Sie ist nicht indisch genug. Sie ist in England aufgewachsen. Solche Mädchen sind irgendwie komisch. Ich will mal ein Mädchen, das ich auch meiner Mutter vorstellen kann, verstehst du? Nein, sie ist so gar nicht mein Typ. Nein, sie ist so gar nicht mein Typ. Wenn du so weitermachst, findest du nie eine. Wieso? Ich hab doch dich. Mich? Igitt? Was heißt Igitt? Ich heirate dich, wenn ich keine andere finde. Das kannst du dir gleich wieder abschminken. Ich mir sowieso keiner. Mir doch egal, ich bin eh lieber allein. Angeli, jetzt warte doch mal. Hey, ja! Wir genießen das Beste von Cindy. Und weiter geht's mit unserer ganzen Hip-Hop-Gruppe am College. Wow! Hey, Susu, wow! Hey, Tina! Hier! Das ist für dich. Was ist das? Das ist unser College-T-Shirt. Cool, was? Danke. Anjali? Ja? Darf ich dich was fragen? Schieß los! Kannst du mir sagen, warum mich alle so anstarren? Warum dich die Jungs anstarren, muss ich dir wohl nicht sagen, oder? Und die Mädchen wollen nur wissen, wen die Jungs anstarren. Und deshalb starren sie dich auch an. Klar? Klar. Ja! Also, Tina, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, dann komm damit einfach zu mir oder zu Rahul, ja? Rahul, der von gestern? Ja, er ist mein bester Freund. Und wir beide sagen den anderen hier, wo es lang geht. Du weißt, was ich meine, hm? Hey, hallo, Jungs! Hey, 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 hey! Da ist Rahul. Siehst du? Hi. Hi. Wir haben einen Brauch am College. Jeder, der hier neu ist, muss was singen. Du weißt schon, irgendein Lied. Richtig? Richtig! Rahul, sie ist die Tochter des Direktors. Oh, na und? Wir können keine Ausnahme machen, richtig? Richtig! Aber wie soll halt sie denn... Halt die Klappe, Direktorliebchen. Oh. Tina. Tina Malhotra. London. Studium an der Universität Oxford. Weißt du, hier am College muss jeder, der neu ist, ein Lied auf Hindi singen. Auf Hindi? Ach, tut mir schrecklich leid. Hast du in London etwa deine Muttersprache verlernt? Entschuldige, ich muss kurz mit ihm reden, ja? Rahul, das kannst du ihr nicht antun. Wieso? Nur weil sie die Tochter des Direktors ist, muss ich sie doch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Und du, halt die Klappe! Also, Tina, was ist? Singst du uns jetzt ein traditionelles Lied? Und wenn's geht, ein bisschen plötzlich. Wir haben nämlich nicht den ganzen Tag über Zeit, richtig? Richtig! Cool. Fang an. Mein Leben in London und mein Studium in Oxford haben mich meine Wurzeln nicht vergessen lassen. Du urteilst ziemlich voreilig.
Sitz auf meinem Platz. Oh, entschuldige. Nein, nein, schon gut. Zisch ab, Adi. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Nehmt bitte Platz. Ist Briganza, oh la la. Wie auch immer, heute beginnen wir mit etwas Neuem. Romeo und Julia. Das ist eine Liebesgeschichte, die uns auch heute noch berührt. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich einige Fragen an euch. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Liebe hört? Was wisst ihr über die Liebe? Weiß einer von euch, was Liebe ist? Irgendjemand? Nein? Niemand? Hm? Tina, erzählst du uns bitte, was du über die Liebe weißt? Was ich? Ich weiß nichts darüber. Oh. Angeli, was machst du schon wieder? Ich hab was gefragt. Erzähl uns mal, was Liebe ist. Liebe? Ach, es ist hoffnungslos. Weiß es jemand? Rahul? Hm? Was ist Liebe? Liebe. Liebe ist Freundschaft. Wenn sie nicht meine beste Freundin sein kann, dann kann ich sie auch nicht lieben. Ohne Freundschaft gibt es keine Liebe. Ganz einfach. Liebe ist Freundschaft. Stimmt's, Miss Briganza? Sehr gut, Rahul. Das ist wirklich ein ganz wundervoller Gedanke. Liebe ist Freundschaft. Liebe ist Freundschaft. Ist das nicht großartig? Danke, Rahul. Wir alle danken dir, dass du uns diesen wundervollen Gedanken mitgeteilt hast. Liebe ist Freundschaft. Also? Wollen wir Freunde sein? Na schön. Meine Füße. Wo bin ich? Hallo? Entschuldigen Sie, Mr. Malhotra, hier Briganza. Oh je, oh je. Ja, Miss Briganza? Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Und selbst wenn, haben Sie nichts dagegen, nicht wahr? Was gibt es denn, Miss Briganza? Also, ich rufe an, weil ich Ihnen mitteilen wollte, dass die Proben jetzt abgeschlossen sind. Sie können sich drauf verlassen. Unser College wird morgen hundertprozentig gewinnen. Die anderen Teams haben nicht die geringste Chance, wenn Sie wissen, was ich meine. Das haben wir alles Ihnen zu verdanken, Miss Briganza. Für Sie würde ich alles tun, Mr. Malhotra. Wirklich, Miss Briganza? Wirklich, Mr. Malhotra. Ach, Miss Briganza. Oh! Das nächste Teilnehmerteam ist unser eigenes College, das St. Xavier. Xavier! Meine Güte, sowas, Sie sitzen fest. Stimmt, Miss Briganza, Sie haben eine Autopanne gehabt. Oh, Sie kommen nie und nimmer rechtzeitig hier an. Was sollen wir denn jetzt machen? Bitte, Mr. Malhotra. Ja? Ich muss erst mal nachdenken, ja? Denken Sie. Das ist die Idee. Die Idee? Ja! Nein.
Euch bleibt gar nichts anderes übrig, sonst lasse ich euch beide durchfallen. Mr. Malhotra! Wir können nicht auftreten, Herr Direktor. Wir haben doch nichts einstudiert. Sie wissen, was dann abgeht. Die reißen uns in Stücke. Genau. Das ist eine blöde Idee. Die Idee ist nicht blöd. Sie ist sogar sehr gut. Euch wird nichts passieren. Die Studenten, die heute Abend hier tanzen sollten, haben während der Proben das Stück aufgezeichnet. Ich werde die Aufnahme abspielen. Es wird ein wundervolles Lied erklingen. Und ihr müsst einfach nur eure Lippen dazu bewegen. Oh, genau so machen wir es, ja? Playback, okay? Funktioniert nicht. Aber warum nicht? Natürlich funktioniert das, Mr. Malhotra. Ja? Mein Name, der ist Chin-Chin-Chul, Mondschein singe nicht. Und du, wie geht es Ihnen heute Nacht? Ich hab so sehr an Sie gedacht. Baba, Baba, Baba. Miss Briganza, das reicht. Sie haben's kapiert. Also? Was ist? Nein. Was? Was meint ihr mit Nein? Angeli, hör mal. Ist dir das Ansehen unserer Schule völlig egal? Angeli. Das finde ich wirklich traurig, Angeli. Sehr traurig. Komm schon, Raoul. Wir müssen den Ruf unserer Schule retten. Oh, ja. Also gut. Okay. Ja, okay. Los, Tina, du musst auch mitmachen. Nein, nein. Lieber nicht. Was soll das? Ich begreife nicht, wie du... Hey, Angeli. Warum fragst du überhaupt? Komm, wir gehen. Oh je, jetzt wird's ernst. Ganz ruhig. Ja, ja super! Ja! Es geht los, Leute! Die Supershow kann beginnen! Ja! Aufgepasst, Leute! Alles auf Anfang und bam! Wo soll ich denn drücken? Wird schon richtig sein. Tut mir leid, ich hab wohl den falschen Knopf erwischt. Oh nein! Hey, was soll das? Wollt ihr uns verarschen? Schnell, Musik aus! कोई मिल गया
मुझको सब होश था, दिल में खुशियों का जोश था। फिर ये बेचैनी है क्यों, फिर ये बेताबी है क्यों, क्या कोई खो गया, कोई मिल गया। कहूँ तुमसे क्या, we'll be right back.
Anjali, was hast du? Ich weiß nicht. Mir fehlt heute meine Mama so sehr. Hey, du hast doch mich. Hast du das etwa vergessen, hä? Dummerchen, du musst doch nicht weinen, meine Kleine. Du musst nicht weinen. Ja, super, Rahul, so brichst du noch den Schulrekord. Hallo. Hallo. Rahul, willst du Saft? Gesunden Saft? Willst du was trinken? Hey, guck doch mal. Anjali, wie lange kennst du Rahul eigentlich schon? Seit ich am College bin. Oh. Das war vielleicht lustig, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe ihn beim Armdrücken geschlagen. Jetzt sind wir die besten Freunde. Rahul ist also dein bester Freund, ja? Mhm. Und ich bin seine beste Freundin. Hast du Durst, Saft? Magst du vielleicht... Du liebst ihn, nicht wahr? Hallo. Muss ich schon los? Wohin? Weißt du, heute ist Dienstag. Ach ja, Rahul trifft sich jeden Dienstag mit seinen Verwandten. Aber wenn du willst, kann ich das heute ausfallen lassen. Nein, da gehst du hin, jetzt Rahul. Lass mich nicht warten. So. Geh endlich, ist ja sonst gut. Kommst du zu spät. Na los, ja, ich geh ja schon. Schon. Ja. Alles klar, bis dann. Bitte lass mich diesmal nicht wieder durch die Prüfung fallen. Du weißt, ich bin in Chemie eine Niete, also lass dir was einfallen. Bitte. Hi. Guck wieder nach vorn. Ich muss... Rahul! Rahul! Hallo. 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 Wie geht's? Deine Verwandten leben also da drin. Na ja, da vorn. Nein, nicht hier, da. Ach so, Rahul Khanna geht jeden Dienstag in den Tempel. Voll erwischt, Mann. Ja. Das ist echt süß. Wieso hast du vorhin gelogen? Weil Typen wie ich normalerweise nicht in den Tempel gehen. Aber du gehst, oder? Mhm. Gehst du jede Woche? Ja. Wirklich süß. Ich will nicht, dass du alles süß findest. Weißt du, mein Vater hat immer zu mir gesagt, ich soll es am College keinem verraten. Wieso? Seiner Ansicht nach sollte sich ein Mann nur vor drei Frauen verneigen. Mhm. Vor der Mutter, der eigenen Mutter und der Göttin Durga natürlich und... Und? Naja. Ja, leg sie an. Du siehst damit cool aus. So heißt das doch bei euch. Ich wollte sie eigentlich nur mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob mir sowas steht. Du kannst dich ruhig ab und zu mädchenhafter kleiden. Das schadet dir überhaupt nicht. Hier im Brief deiner Mutter. Sie fehlt dir wohl sehr. Ja. Das hier ist auch für dich. Was ist das? Ein Geschenk. Stina! Hey! Rahul? Weißt du eigentlich, wie spät es jetzt ist? Ich konnte nicht schlafen und ich wusste, du kannst auch nicht schlafen, weil du natürlich an mich denkst. Also habe ich mir gedacht, ich guck einfach mal bei dir vorbei. Hä? Was magst du lieber, Schokolade oder Blumen? Was? Egal, ich habe weder noch dabei. Ich wollte es nur wissen. War nur ein Scherz. Danke. Übrigens, Schokolade habe ich auch. Findest du nicht auch, dass es noch ziemlich heiß ist hier draußen? Aber mir macht das nichts aus. Ich bin ja cool. Komm rein. Wenn du darauf bestehst, tue ich dir selbstverständlich den Gefallen. Darf ich? Danke. Ja, ich hab... Tolles Bett. Steh nicht rum. Komm her. Fühl dich wie zu Hause. Na komm. Danke. Ist
das dieser Krimi, bei dem sich am Ende rausstellt, dass der Gärtner das Ehepaar umgebracht hat? Ach, danke. Frag einfach mich, dann musst du den dicken Schinken gar nicht erst lesen. Ja, es ist das Buch. Ich hab's mir schon reingezogen. Ganz interessant. Erzähl mir die Geschichte mal zu Ende. So spannend ist sie gar nicht, aber egal. Das Ehepaar fährt 2 Monate in Urlaub und lässt ihren Gärtner allein zurück. Später stellt sich dann heraus, dass... Welche dann? Die im Tempel vorhin. Was? Im Tempel? Welchen Tempel? Ich kenne keinen Tempel. Nein. Nein. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Stell dich nicht so an. Die Geschichte des Mannes, der sich vor 3 Frauen verbeugt. Mhm. Vor seiner Mutter, vor der Göttin Durga. Durga. Und? Und? Sag schon. Was denn? Rahul. Tina? Rahul. Tina? Papa? Die Nervensäge. Sei still. Papa sucht mich. Wie schön für dich. Sei still, du musst sofort verschwinden. Schnell, geh. Doch nicht da entlang, da steht lang. Aber dort drüben. Das geht auch nicht. Wenn ich nicht darf, dann erzähle ich dir eben, vor wem sich der Mann verneigt. Vor der Mutter, vor der Göttin Durga und Tina. Was machen wir denn jetzt los? Weißt du es jetzt? Oh, so, Bursche, gleich hab ich dich. Dann kannst du was erleben. Was ist denn? Taschenlampe. Her damit. Hier. Danke. Wer war das? Etwa ein Geist? Jetzt spiele ich mal Geist und jag dem Burschen einen Schrecken ein. Ich spüre nichts mehr. Wo geht's denn hier weiter? Wo ist denn die nächste Sprosse? Ziemlich wackelige Sache. Mr. Malhotra! Warum schleichen Sie denn wie ein Dieb in Ihr eigenes Haus? Was heißt hier? Au! Au! Au, Rahul, was machst du denn hier? Ich wollte gerade zu dir. Wieso zu mir? Weil ich... Guck, eine Sternschnuppe. Wo? Nicht hier unten, da oben. Wenn du dir ganz schnell was wünschst, geht dein Wunsch in Erfüllung. Glaubst du denn an sowas? Versuchen wir's. Los! सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ
कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तन्हाई में दिल यादें संजोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है Morgen, Mrs. Guten Defters. Rahul. Hallo? Ich hab doch gesagt, der Gärtner ist nicht. Der Mörder. Autsch! Hey, das müsst ihr euch ansehen. Guckt mal, wer da kommt. Oh. Hallo, Leute. Autsch. Hallo. Wie gefall ich euch? Jetzt sehe ich aus wie Tina, oder? Na komm, sag schon. Sieht echt bescheuert aus. Echt bescheuert, Mann. Echt bescheuert. Komm auf, Raoul. Ich kann mich echt wegschmeißen. Sie sieht so albern aus. Auf. Tut mir leid, das geht nicht. Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, muss ich wieder anfangen zu lachen. Oh, ich kann nicht mehr. Da. Hier. So. Ich muss verrückt sein. Ich wollte genauso hübsch sein wie du. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Du bist hübsch, Angelique. Sehr hübsch sogar. Das stimmt nicht. Alle haben mich ausgelacht. Ach, das sind doch alles... Vollidioten. Und ich bin der allergrößte Idiot. Du bist die hübscheste von allen. Und vor allem bist du nicht wie die Mädchen, hinter denen ich immer her bin. Wenn du willst, kannst du jeden Jungen haben. Jeden, ohne Ausnahme. Wirklich jeden? Ja, jeden, den du willst. Wirklich jeden? Ohne Ausnahme. Schielen müsste er allerdings schon. Sag mal, von wem hast du diesen Lippenstift? Von Barbie aus unserer Klasse.
Die kann echt was erleben, wenn ich die erwische. Das war echt gemein. Ist ja. Und wo gibt's so quietschbuntes Outfit? Lass mich. Komm, ärgere dich nicht. Liebe nur ein Wahn ist sie, ein Rausch, der im Nu verfliegt. Leid und Trauer sind ihr fremd, sie werden von der Liebe besiegt. Papa. Rahul. Papa. Was, Papa? Du kannst mir nichts verheimlichen, meine Kleine. Aber Rahul, muss es ausgerechnet der sein? Ach komm, Papa. Ehrlich gesagt, wenn es ein anderer Junge wäre, würde mir das genauso wenig passen. Warum? Weil ich dich mit ihm jetzt teilen muss. Ich hab dich lieb, Papa. Das ist ja das Problem. Ich hab dich auch lieb. Hast du ihm schon gesagt, was du für ihn empfindest? Nicht so einfach, verstehst du? Anjali und Rahul. Tina, glaub mir, Rahul liebt einzig und allein dich. Anjali ist einfach nur seine beste Freundin, nicht mehr. Nein, Papa. In dieser tiefen Freundschaft ist irgendwo auch tiefe Liebe verborgen. Und ich will mich nicht einer Freundschaft in den Weg stellen, aus der Liebe werden kann. Jeder hier im College weiß, dass Rahul und Anjali die besten Freunde sind. Aber nicht mehr. Anjali, fass dir ein Herz und sag Rahul, wie sehr du ihn liebst. Aber ich weiß doch gar nicht, ob Rahul meine Liebe auch erwidert. Das erfährst du nur, wenn du zu deinen Gefühlen stehst. Geh, hab den Mut und sag es ihm. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Irre. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal zu jemandem sagen würde, aber ich liebe dich wirklich. Oh, nein. Mann, ich hoffe, ich kann es dir endlich mal sagen. Weißt du, ich wollte es dir schon so oft gestehen, aber bisher hatte ich einfach nicht den Mut. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, nehme ich es mir vor, aber wenn es dann soweit ist, rutscht mir das Herz total in die Hose. Aber ich muss es ihr endlich sagen. Wem? Tina, ist doch klar. Komm, wir üben es nochmal. Ich bin Rahul und du bist Tina, alles klar? Hey, guck mich an. Ja, so ist gut. Versuchen wir es. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wird sie das auch sagen? Ja. Ja. Komm her. Oh. Meinst du, ich soll's ihr sagen? Jetzt sofort? Dann mach ich's. Na.
geliefert, B. Ich hab's ihm gesagt, aber er liebt mich nicht. खटा लहराई पैगाम वफा के लाई तूने अच्छी प्रीत निभाई तूने अच्छी प्रीत निभाई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना Entschuldigung. Angeli! Und pass Angeli! Such du davon weiter! Ja, mach ich! Ich seh mich weiter hinten! Alles klar! Angeli! Angel! Pass gut auf dich auf! Du willst mir doch nicht sagen, was die Uhr vergessen. Du wirst uns 10 Minuten. Darf ich mal? Wohin fährst du? Ich fahr zurück nach Hause. Was? Ich habe einen Brief von meiner Mutter bekommen. Meinem Vater geht's nicht gut. Außerdem gibt's im neuen Haus viel zu tun. Bist du verrückt geworden? Deswegen willst du abreisen? Kommt nicht in Frage. Rahul, ich muss gehen. Du kannst doch nicht mitten im Semester abhauen. Lass los. Rahul, versuch bitte, mich zu verstehen. Mach wenigstens erst dein Examen. Aber es geht nun mal nicht anders. Du kannst nach der Abschlussprüfung gehen. Rahul, bitte. Mach erst deine Prüfungen, Angeli. Ich werde meine Abschlussprüfung hier nicht machen, Rahul. Ich komme nicht mehr zurück. Oh. Du verlässt das College, hm? Und mich auch, ja? Und sag's nicht mal Lebewohl. Hm? Na schön. Rahul. Ach, ich will's gar nicht wissen. Rahul, ich muss fort. Geh doch! Ich komme nicht zurück. Geh! Wir werden uns nie wiedersehen. Das ist mir doch egal. Bitte nicht, Angeli. Mit wem soll ich jetzt Basketball spielen? Du hast doch sowieso ständig verloren. Warum gehst du fort? Weil meine Eltern mich brauchen. Und ich etwa nicht? Du kannst der Tina nerven. Mich hast du genug genervt. Ich fall durch die Prüfung. Dann fall halt durch. Hey, Angeli. Und hör endlich auf, jedem blöden Mädchen nachzulaufen. Hey! Hey.
Hey, ich werde dich vermissen. Ich werde dich auch vermissen. An diesem Tag erkannte ich, dass ich es war, die Rahul und Anjali auseinandergebracht hatte. Ohne es zu wollen, hatte ich mich zwischen die beiden Freunde gedrängt. Anjalis Schweigen sagte mir alles. Erst da wurde mir bewusst, wie sehr sie deinen Vater liebte. Vielleicht konnte nicht einmal ich ihn so sehr lieben. Anjali rief nicht an, sie schrieb auch nicht. Sie war aus unserem Leben verschwunden. Für immer. Ich sah sie nie wieder. Dein Vater sagte immer, Liebe ist Freundschaft. Ja, ich wurde seine Frau, aber seine beste Freundin konnte ich nicht ersetzen. Mein Kind, ich kenne deinen Vater sehr gut. Er fühlt sich allein, aber das würde er niemals zugeben. Ihm fehlt seine beste Freundin. Ihm fehlt Liebe. Kleiner Schatz, diese beste Freundin heißt Anjali Sharma. Sie ist auch die große Liebe deines Papas. Bitte hol Anjali in das Leben deines Vaters zurück. Gib Anjali ihre erste Liebe wieder. Anjali und Rahul sind füreinander geschaffen. Das ist die Wahrheit. Und es ist mein Traum. Wenn du den Traum deiner Mutter erfüllen willst, dann hol Anjali in Rahuls Leben zurück. Hol Anjali in das Leben deines Vaters zurück. Bitte, meine geliebte Tochter. Lass meinen Traum wahr werden. Ich bitte dich, Gott, für alle meine Lieben, für alle Menschen, die guten Willens sind. Um die Bekehrung aller armen Sünder. Hallo, mein Schatz. Für alle Geschöpfe, die deiner Barmherzigkeit bedürfen. Sei stets bei mir, beschütze mich, ich danke dir. Ich bitte dich, Gott, für alle meine Lieben, für alle Menschen, die guten Willens sind. Um die Bekehrung aller armen Sünder, die deiner Barmherzigkeit bedürfen. Erbarme dich, beschütze mich. Hallo? Hier Malhotra, ich habe jetzt einen Privatanschluss. Kannst du mich gut hören? Kommt ihr denn morgen auch alle? Natürlich werden wir alle kommen. Wir nehmen von Delhi aus den Zug nach Faridabad. Schön, den um 16 Uhr. Ja, genau den. Was machst du denn da? Ich hab mir gerade die Haare. Ich mach gar nichts. Nein, ich meine nicht dich. Unser neuer Hausangestellter ist irgendwie eigenartig. Ja, tatsächlich, aber egal. Ich hol euch dann morgen ab. Darüber würden wir uns sehr freuen, aber nicht wieder vergessen wie letztes Mal. Stimmt, da habe ich's vergessen. Diesmal werde ich aber da sein. Übrigens, die Vorbereitungen für die Zeremonie. Keine Sorge, ich bringe alles mit, was wir dafür brauchen. Einverstanden? Sehr schön, also bis bald. Wiederhören. Hallo Leute, hier ist wieder Nila mit eurer absoluten Lieblingsshow, der Nilam Show. Und auch heute haben wir uns für euch wieder was Neues ausgedacht, ein Spiel. Was ist, Leute, habt ihr Lust mitzuspielen? Und wisst ihr was? Dieses Spiel wird eure geheimsten Wünsche ans Licht bringen. Ich nenne einen Begriff und ihr müsst sofort ein Wort sagen, das euch zu diesem Begriff einfällt, ohne nachzudenken. Versteht ihr? Sagt einfach, was euch ganz spontan zu dem Begriff einfällt, alles klar? Gut, fangen wir mit dir an. Wolken. Tut mir leid, die Zeit ist um. Wolken. Regen. Super, hübsch. Nilam. Hey, danke. Yeah. Herbst.
Liebe? Gut, Liebe. Sima. Was? Du liebst mich? Ja! Hey Leute, das Spiel funktioniert super. Ihr habt selbst gesehen, wie man da mit seinen Freunden echte Gefühle entlocken kann. Probiert das Spiel mal aus. Wir sehen uns nach einer kurzen Pause wieder. Also bleibt dran. Juhu! Blödes Spiel, blöde Nilam. Hör mal, meine Nilam ist nicht blöd, kapiert? Ja. Also gut, ich sag nie wieder, dass deine Nilam blöd ist. Und jetzt spielen wir das Spiel. Nimm mir ein Wort. Können wir, Papa? Auf die Plätze? Fertig? Los! Schnäckchen! Oma! Sei still, du Papa, du sollst richtig spielen! Gut, ich spiele jetzt richtig. Weiter. Wolken! Papa, du brauchst hier zu lange. Nein, Papa musste kurz was trinken, aber jetzt bin ich soweit. Wir können mit dem Spiel anfangen. Los! Wolken! Regen! Verrückt! Du! Familie! Wir! Liebe! Freundschaft! Angeli! Sharma! Sharma? Und wer ist Angeli Sharma? Würde mich auch interessieren. Niemand. Komm, sag's mir. Ich hab heute Geburtstag. Schön, du hast Geburtstag. Angeli Sharma und ich waren am selben College. Nur am selben College? Sie war meine Freundin. Deine Freundin? Ja, meine beste Freundin. Sie hatte einen schönen Namen, Papa. Und wie war sie sonst so? Angeli. Sie war anders als die anderen Mädchen. Sie war viel eher wie ein Junge. Alle anderen Mädchen haben Stunden vor dem Spiegel verbracht. Aber nicht Angeli. Angeli spielte Basketball. Und ihre Klamotten sahen genauso aus wie meine. Ja, wirklich. Angeli war verrückt. Schicke Kleider, sich schminken, sich hübsch machen. Das war einfach nicht ihr Ding. Reicht das, ja? Oder willst du noch mehr hören? Papa, wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich kann auch immer nicht glauben, dass du dich heute tatsächlich verlobst, Angeli. Ach übrigens, der Priester ist gekommen, um deinen Hochzeitstermin festzulegen. Kann ich das mal sehen? Ja. Wie lange willst du dich noch zurechtmachen? Amman wird schon unruhig. Sag ihm, er muss sich noch gedulden. Die Braut braucht noch etwas Zeit. नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए Ah!
पे तो ए दिलरुबा तेरी सखियां भी फिदा ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो Ihre alte Adresse. Wo soll ich Ihre neue herkriegen? Wieso kannst du mir nicht helfen, Großpapa? Aber versteh doch, Angelie, bitte? Ich... Als Direktor kannst du nicht mal Ihre neue Adresse rausfinden? Woher soll ich wissen, was aus ihr geworden ist? Augenblick mal. Wenn es jemand wissen könnte,
Dann vielleicht Rifat B. Tut mir leid, Herr Direktor. Ich habe Angeli ganz fest versprochen, ihre Adresse niemandem weiterzugeben. Schade, wir hatten so gehofft, dass Sie uns vielleicht... Sie müssen das verstehen, Herr Direktor. Ich habe Angeli mein Wort gegeben. Rifat B., ich heiße auch Angeli. Dürfen Sie es mir auch nicht sagen? Angeli Sharma wird sich heute verloben und die Hochzeit wird bereits in dieser Woche stattfinden. Der genaue Hochzeitstermin wird heute festgelegt und sämtliche Vorbereitungen sind schon im vollen Gange. Tut mir leid, Herr Direktor, es ist leider zu spät. Angeli wird heiraten. Ich selbst werde morgen mit dem Nachmittagszug zu ihr fahren. Sie darf nicht heiraten. Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Direktor. Mama hat gesagt, sie gehört zu Papa. Ehrwürdiger Priester, wir müssen den Hochzeitstermin festlegen. Ja, meine Tochter. Das hier ist Amans Horoskop. Aha. Mit Verlaub, aber Aman muss schon nächsten Monat nach London. Aha. Wäre es möglich, noch diese Woche einen Termin zu finden? Noch diese Woche? Ja, es eilt leider. Wären Sie doch nur ein bisschen früher gekommen, Herr Direktor. Wir haben es nicht früher gewusst. Angelis Sterne stehen gerade sehr ungünstig. Und solange sich das nicht ändert, kann sie nicht heiraten. Und was ist mit nächstem Monat? Auch der nächste Monat ist noch zu früh. Angeli kann auf keinen Fall vor Dezember heiraten. Hallo? Bisher habe ich nur von Gottes Gnade gehört. Heute durfte ich sie selbst erleben. Das Gebet des Kindes wurde erhört. Angelis Hochzeit wird nicht vor Dezember stattfinden. Angeli. Darf ich dich was fragen? Ja. Bist du glücklich, mein Kind? Was für eine Frage. Natürlich bin ich glücklich. Ich bin doch verlobt. Aman ist wirklich sehr nett. Und er liebt mich über alles. Also warum... Aber was ist mit dir? Liebst du ihn denn auch? Angeli. Ich habe schon mal geliebt. Er war meine große Liebe. Vielleicht kann ich nie wieder so lieben. Das hier ist ein Kompromiss, Mama. Ein Kompromiss? Ich wusste nicht, dass die Hochzeit meiner Tochter nur ein Kompromiss sein wird. Ich dachte, du liebst ihn. Ich bin deine Mutter. Ich möchte, dass du glücklich wirst mit deiner eigenen Familie. Aber wenn ein Eheversprechen nur auf einem Kompromiss beruht, Angeli, kann daraus nichts Wahres entstehen. Es bleibt Selbstbetrug. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Thank you.
Nein, verschon mich mit diesem traditionellen Kram. Überredet. Der heilige Mann betet heute für die Erfüllung unserer Wünsche. Wahnsinn, ist ja super. Ich bin begeistert. Der Priester betet also. Hör mal, er hat unsere Hochzeit verschoben. Ich kann diese Lieder nun mal nicht ausstehen. Vermutlich hängen sie sogar Gott schon zum Hals raus. Wieso? Hast du denn keine unerfüllten Wünsche? Was denn? Ich hab dich, was will ich mehr? Ein paar Kinder wären nicht schlecht, aber ich fürchte, da kann Gott nicht allzu viel ausrichten. Ich glaube, das werden wir wohl oder übel selbst erledigen müssen. Schäm dich. Hallo, Amman! Oh. Amman! Guten Morgen, guten Morgen. Ich habe gesehen, wie du heute Morgen deine Muskeln trainiert hast. Ein wirklich schöner Anblick. Wovon redet sie? Aber Camo, unser Amman ist viel zu jung für dich. Jung und alt. Was wollen die? Man ist so alt, wie man sich fühlt. Lass den armen Jungen in Ruhe. Was für ein liebenswerter und schöner Mann du doch bist. Hast du nicht zufällig einen Bruder, Süßer? Was will sie? Meine Tochter ist auch ein sehr hübsches Mädchen. Verstehst du, was sie von mir will? Oh, vergiss deine Tochter. Meine hat gerade einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Oh, da war was kümmert Tochter mich das? Die einzige Teilnehmerin, stimmt's, Mädchen? Schluss jetzt mit diesen Albereien. Der Priester hat bereits mit den Gebeten angefangen. Komm dir jetzt auf Wiedersehen, Amman. War nett, mit dir zu plaudern. Geht schon mal vor. Angeli, ein Anruf für dich. Entschuldige bitte. Ich danke dir vielmals, Schwiegermutter. War mir ein Vergnügen, Schwiegersohn. Hallo? 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 Ich liebe dich. Amman. Ich habe eine große Bitte. Ja? Bitte lass mich nicht allein. Ich weiß nicht, wer am Telefon ist. Hallo? Ich will nicht, dass du einen Monat nach Simleins Ferienlager gehst. Und du gehst nach Bombay. Aha. Für einen Tag, aber du für einen ganzen Monat. Amman, du weißt, ich fahre jedes Jahr dorthin, um Gesang und Tanz zu unterrichten. Es macht mir Spaß und die Kinder sind Teil meines Lebens. Verstehe schon. Selbst diese Kinder sind Teil deines Lebens. Nur mich sperrst du noch immer aus. Hallo? Ja. Hallo. Warum habe ich das Gefühl, du liebst mich nicht? Weil es so ist. Und dass du mich nicht heiraten willst. Genau, ich will dich nicht heiraten. Hey. Wirst du wieder übermütig? Wenn nötig, zwinge ich dich zu deinem Glück. Willst du mich vor den Altar zerren? Tja, wenn es sein muss. Das bringst du nicht fertig. Mhm. Kannst es ja drauf ankommen. Wo bleibst du denn, Amman? Ich bleibe hier bei deinen Tanten. Geh du ruhig ins Ferienlager nach Simla. Ins Ferienlager! Simla? Was? Ferienlager? Simla? Nein. Du gehst in kein Ferienlager, auf keinen Fall. Dort schneit es viel zu viel. Aber es ist doch ein Sommercamp. Egal, trotzdem, du gehst nicht hin. Richtig gebunden? Ja, aber dort wird Tanz und Gesang unterrichtet und du weißt ganz genau, dass ich wahnsinnig gern singe und tanze. Seit wann stehst du auf Singen und Tanzen, hä? Ich hab Nein gesagt und dabei bleibt es. Schluss, aus, basta. Papa, das ist nicht fair. Lass sie doch gehen. Mutter, bitte, das hab ich zu bestimmen. Misch dich da bitte nicht ein. Mutter, bitte. Ich entscheide das, klar? Versetz dich mal in deine Tochter. Alle anderen dürfen hingehen, nur sie nicht. Papa, bitte, bitte, ich will nicht. Es wird dir bestimmt nein, Angeli. Ich konnte sie doch begleiten. Sie würde sich so darüber freuen. Ruhe! Ich habe Nein gesagt und Nein heißt Nein. Keine Diskussion. Keiner von euch geht hin, weder du noch du. Ist das klar? Ja? Verstanden? Gut. War ich zu streng? Tut mir leid. Schon in Ordnung. Na gut. Das heißt aber nicht, dass du ins Ferienlager gehen darfst, klar? Ich will kein Wort mehr davon hören. Ich muss zu einer Tagung. Und wenn ich zurück bin, reden wir weiter. Papa? Was noch? Du musst noch deine Hose anziehen. Ich gehe heute so. Zieht ihr euch doch Hosen an, wenn ihr wollt. Was ist's?
Fahrer, hol die Hose. Ich meine den Wagen. Angeli? Ja? Weißt du was? Wir fahren trotzdem ins Ferienlager. Mhm. Dein Papa ist sowieso beschäftigt. Stimmt, Oma, du hast recht. Mhm. Weißt du noch, als ich 4 Jahre alt war, aha, und Papa gerade in London war, ja, und ich damals diese wahnsinnig schlimme Grippe gekriegt, ja, habe? Daran erinnere ich mich noch, ja, gut. Ja, und da hat mein Papa alles stehen und liegen gelassen, nur um bei mir zu sein. So? Aha. Wissen Sie, meiner Meinung nach taugt unsere Exportpolitik nicht viel. Hoppla. Entschuldigung. Schon gut, nichts passiert. Gut, jeder Exporteur muss sich fragen. Tagung indische Exporteure, guten Abend. Hallo, könnte ich bitte Arman Mara sprechen? Und wie war bitte Ihr Name? Anjali. Anjali, in Ordnung. Tagung indischer Exporteure, guten Abend. Hallo, kann ich bitte meinen Papa sprechen? Dein Papa? Anjali, sie kann nicht deine Gedanken lesen. Sag ihr, wie er heißt. Ach ja, stimmt. Hallo, kann ich bitte Rahul Khanna sprechen? Und wie ist dein Name bitte? Anjali. Sofort, Anjali. Anjali? Sag ihm, wir fahren ins Ferienlager und dann legst du sofort wieder mach auf. Ich. Einfach auflegen, ja? Mr. Rahul Khanna und Mr. Arman Mira, Sie werden am Telefon verlangt. Hallo, ich bin Rahul Khanna. Kabine 2, ja. Danke. Oh, schon gut. Entschuldigen Sie bitte. Alles klar. Hallo, Schätzchen. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo. Die Verbindung ist wahnsinnig schlecht. Ich verstehe dich recht gut. Also, was gibt's, hä? Hallo, meine Süße. Hä? Du fehlst mir wahnsinnig. Ja, hallo? Also hör zu, ich werde morgen früh ins Ferienlager fahren. Wohin fährst du? Ins Ferienlager. Ich habe Nein gesagt. Du fährst nicht ins Ferienlager, das habe ich doch klar und deutlich gesagt. Hör zu, ich fühle mich so... Ich küsse dich überall. Was? Hier spricht deine Mutter? Psst. Du weißt, ich mag solche Scherze nicht. Meine Mutter ist seit 10 Jahren tot. Ach du lieber Gott. Warum halten mich heute alle für tot? Du wirst auf keinen Fall in dieses Ferienlager fahren, hast du verstanden? Sag mal, warum schreist du denn so? Warum? Weil ich dir schon 100 Mal gesagt habe, dass ich's nicht will. Wenn du noch einmal das Wort Ferienlager erwähnst, komme ich nach Hause und gebe dir einen Klaps auf den Popo. Sag mal, drehst du völlig durch? Anjali. Dein Papa ist verrückt geworden. Anjali? 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 Ja, sie heißt Anjali. Sie müssen die beiden verwechselt haben. Hallo, ich bin Rahul Khanna. Arman Mira, sehr erfreut. Freut mich sehr. Zweimal derselbe Name, das war wohl aber etwas zu viel für Sie. Ich garantiere Ihnen, meine Anjali ist bestimmt viel hübscher als Ihre. Nein, meine Anjali ist hübscher. Mag sein, aber meine Anjali ist unvergleichlich. Meine Anjali ist meine 8-jährige Tochter. Ach so, dann ist Ihre Anjali natürlich hübscher als meine. Jedenfalls viel Glück mit Ihrer Anjali. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Lieber Papa, bitte sei nicht böse, dass Oma und ich weggefahren sind, ohne dir Bescheid zu sagen. Aber du weißt doch, wie gern ich singe und tanze. Es tut mir wirklich schrecklich leid, Papa. Vermiss mich nicht zu sehr, ja? Ich hab dich lieb, Anjali. Ich vermisse dich schon jetzt. Anjali. Guten Morgen, Kinder. Willkommen im Ferienlager Sonnenschein. Ich bin Mr. Almeida. Wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir. Aber jetzt werde ich euch erstmal messen und wiegen. Alles klar? 24, sehr schön. Immer viel Obst essen, ja? 30 Kilo, sehr gut. Genau richtig, mein Junge. 80 Kilo, sehr... Das kann doch nicht sein. Hey! Huch! Wer sind Sie? Wer ich? Die Oma. Wessen Oma? Angelis Oma. Und wer sind Sie? Ich bin Mr. Almeida, der Manager hier, klar? Interessant. Guten Tag. Hören Sie, Mamas, Papas und Omas sind hier nicht erlaubt. Ach, wirklich? Hätte ich etwa Anjali allein hierher schicken sollen, Trottel? Nein? Hast du Miss Anjali gesehen? Miss Anjali. Was ist? Was ist? Oh! Eine britische Flagge. In meinem geliebten Indien. Der kann was erleben. Mr. Almeida. Augenblick bitte. Mr. Almeida. Und jetzt geht, Kinder, geht. Was ist? Sie sollten sich wirklich schämen.
Wieso hissen Sie die britische Flagge? Ach so, ich liebe England. Wissen Sie, mein Vater hat damals unter den Engländern als Schneider gearbeitet. Ja? Und er hat diese Fahne selbst genäht. Die Engländer sind weg und haben Sie zurückgelassen. Ja, so ist es. Es wäre sinnvoller, den Kindern beizubringen, stolz auf ihre Heimat zu sein. Ja. Welche Heimat? Wie heißt du? Hey. Oh je, tut mir leid. Und wie heißt du? Anjali. Hey, dann heißen wir ja beide gleich. Hallo. Weißt du, warum du Anjali heißt? Ich nehme an, weil meinen Eltern dieser Name gefallen hat. Deswegen. Und warum heißt du Anjali? Vielleicht, weil meine Mama und mein Papa dich sehr lieb hatten. Deswegen. Wo steckt dieser Almet da schon wieder? Namaste. Mr. Almet da? Ich brauche euren Segen, Hoheit. Mr. Almeida. Ah, haben Sie mich aber erschreckt. Was wollen Sie? Warum verfolgen Sie mich ständig? Das tue ich doch gar nicht. Wo ist die Küche? Ich möchte wissen, wie Sie das Essen zubereiten. Hm? Was? Und der Gebetsraum, wo ist der? Beten tut jeder für sich allein. Oho, aber die Kinder brauchen einen Raum, wo sie gemeinsam beten können. Tut mir leid, das ist hier leider nicht vorgesehen. Wie? Es gibt morgens kein gemeinsames Gebet? Morgens? Da gibt's bei uns Frühstück. Unerhört. Zählst du die Sterne? Zählst du die Sterne? Magst du nicht reden? Gute Nacht, Mr. Almeida. Gute Nacht, meine Liebe. London Bridge is falling down, falling down, falling... Wie geht's dir? Hm? Bitte mach, dass Papa glücklich ist und tröst ihn, falls er mich zu sehr vermisst, ja? Er kommt nur sehr schlecht ohne mich klar, verstehst du? Bitte, ja? Alles klar? Erwischt. Danke. Oh, Miss Anjali, hallo. Du betest nur für deinen Papa, nicht für deine Mama? Ich muss Gott um nichts bitten für meine Mama. Wieso nicht? Weil sie doch schon bei ihm ist. Wenn sie was möchte, kann sie ihn selbst darum bitten. Hey, jetzt aber schnell ins Bett, ja? Träum was Schönes. Wie hältst du mir, Papa? Stellt euch in einer Reihe auf. Kamera bereit? Kamera ab! Hallo Leute, willkommen bei der Nilam-Show. Auch heute Abend sind wir wieder live dabei. Oh Mann, das ist vielleicht ein Lärm hier. Man kann ja sein eigenes Wort kaum noch verstehen. Nilam! Hallo Leute,
Show, der Neelam Show. Und wir haben uns auch heute wieder was total Cooles für euch einfallen lassen. Einige von euch dürfen in der heutigen Show Liebesbotschaften loswerden. Okay, wer von euch möchte jemanden grüßen? Ich möchte jemanden grüßen. Wer möchte? Ich, Neelam. Super, hier haben wir schon einen. Ja, ich. Also gut, wen möchtest du gern grüßen? Superna. Superna, wer ist das? Das ist meine Freundin. Und was möchtest du ihr sagen? Superna, ruf mich nicht mal an. Ich habe mich anderweitig orientiert. Arme Superna. Noch irgendwelche Grüße? Wer möchte noch? So viele? Für wen ist es ganz wichtig? Vielleicht mal jemand von hier? Willst du? Ja? Hallo. Du willst jemanden Entschuldigung. Grüßen? Komm her. Komm her. Hallo, Neelam. Hallo. Und wen willst du grüßen? Ist das wirklich live? Dreh dich zur Kamera um. Bin ich wirklich im Fernsehen? Die Kamera ist da drüben. Dreh dich um. Naja, ich würde gern... Wie der Mann vorhin... Komm her. Und deine Grüße sind für... Anjali. Hallo. Ich hab dich lieb. Ich hab dich schrecklich lieb. Anjali, sag mir, wo du bist. Du weißt doch, wie einsam ich mich ohne dich fühle. Anjali, komm zurück, sonst werde ich... Komm zu mir zurück. Ich liebe dich wirklich sehr. Du fehlst mir so sehr. Bitte komm zurück. Und wer ist diese Anjali? Anjali ist meine 8-jährige Tochter. Sie ist in irgend so ein blödes Ferienlager nach Simla gefahren. Mhm. Ich weiß, auf dich hört sie. Kannst du nicht meiner Tochter sagen, sie soll wieder zu mir zurückkommen? Anjali, dein Papa hat dich sehr lieb. Komm bald zurück. Du fehlst ihm so sehr. Komm bald wieder nach Hause. Machst du das? Der Termin morgen um 11 Uhr wurde bestätigt. Ja, ja, ach, ja, ja. Und das Fax aus London ist inzwischen eingetroffen. Gute Nacht. Danke. Hallo, Raoul. Ich gebe morgen bei mir zu Hause eine Party. Schnäckchen. Papa? Krank? Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Raja Ram Raja Ram Raghupati Raghav Raja Ram Darf ich? Tut mir leid. Entschuldigung. Nein, nein. Thank you.
Dem Himmel sei Dank! Angeli, geht es dir denn gut? Ja, wieso? Einfach so, weil du so hübsch geworden bist wahrscheinlich. Dein Sari. Das mit Tina wusste ich nicht. Tut mir leid. Wie solltest du auch? Du bist einfach verschwunden. Wir sind umgezogen. Du hast deine Freunde zurückgelassen. Und als ich dich am meisten gebraucht habe, warst du nicht da. Du hast nicht wieder geheiratet? Ich habe dich nicht gefunden. Sonst hätte ich dich geheiratet. Ach, Raoul. Angeli, wir leben nur einmal, sterben nur einmal. Heiraten nur einmal. Leben. Nur ein einziges Mal. Und du hast nicht geheiratet? Hab dich nicht gefunden. Hey, guck mal. Hast du gesehen? Eine Sternschnuppe. Glaubst du noch an sowas? Nein. Und du? Also dann. Ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Angeli? Und was hast du dir gewünscht? Gute Nacht, Raoul. Gute Nacht. Schlaf schön. Hoffnungslos. Hör mal um.
Was gibt's Neues? Das ist total blöd gelaufen. Wieso? Die tun so, als hätten sie sich noch nie im Leben gesehen. Gute Nacht, Raoul. Gute Nacht, Angelique. Oh je, das ist gar nicht gut. Erwachsene, was machen wir denn jetzt? So kann das nicht weitergehen. Wir müssen was unternehmen. Ist dir schon was eingefallen? Nein, Oma, hast du vielleicht eine Idee? Eine Idee? Beten. Ja, wir könnten vielleicht Gott bitten, dass er uns hilft. Beten nützt hier nichts mehr. Erhöre unsere Gebete. Was sollen wir denn tun? Gott, hast du nicht eine Idee? Ja. Du dumme Kuh. Aufhören, Schluss jetzt, Angelique. Was soll denn das? Was ist los mit dir? Willst du wohl aufhören? Hör auf, Rohan, große Jungs prügeln sich ist nicht. Ist das alles, was ich dir beigebracht habe? Wer hat damit angefangen? Ich hab gesagt, dass Mädchen auch Basketball spielen können. Und da hat der überhaupt... Mädchen können nicht Basketball spielen. Er hat recht, du hast keinen Grund, ihn zu hauen. So? Im College hat Miss Angeli jeden Tag gegen dich gewonnen. Bist du still? Stopp, stopp, Ruhe. Ich habe nicht jeden Tag verloren. Ein bis zweimal vielleicht, höchstens. Du hast jeden Tag verloren. Das hättest du wohl gern. Du hast jeden Tag verloren. Du hast ständig verloren. Nein, Angelique. Doch, Rahul. Man soll nicht vor Kindern lügen. Das ist ein schlechtes Vorbild. Was willst du etwa überhaupt nicht lügen? Soll das heißen, ich lüge? Was? Ja, was? Die Wahrheit ist, du hast nur gewonnen, wenn du geschummelt hast. Hey, ich habe nicht geschummelt. Ist das klar? Klar hast du geschummelt. Schummler, Schummler, Schummler. Fang nicht wieder damit an. Rahul ist ein Schummler. Oh nein, sie fängt wieder damit an, das ist nicht wahr. Glaub mir, sie lügt. Hört nicht auf sie, sie lügt. Wer lügt? Ich werd's dir zeigen. Schon gut, alles in Ordnung, alles bestens. Alles in Ordnung. Machen wir ein Spiel, dann werden wir es ja sehen. Jetzt gleich, auf der Stelle. Oh. Sei nicht kindisch, Angelique. Ja. Wieso? Hast du etwas Schiss? Rahul? Rahul Kanat hat von niemandem Schiss. Ist das klar? Ja! Das werden wir ja sehen. Oh, und ob wir das sehen werden, ha? Oh! Ja! Ja! Und jetzt alle! Rahul! 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 Natürlich wird Rahul gewinnen, keine Frage. Beim Basketball haben Frauen gegen Männer keine Chance. Du wirst wieder verlieren, Rahul. Unmöglich. Ich trainiere seit 8 Jahren. Ich werde nicht verlieren. Noch was? Pass auf deinen Sari. Schlagen Sie mich nicht! Trottel! Diese blöde Melodie. Na 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 na. Hey, was ist? Na komm, hol ihn dir. Ist doch ganz einfach. Oh, hey, das war ein Foul, das war unfair. Hey, wir wollten doch nicht schummeln. Komm, ich halte ihn so lange. Nett von dir. Angelique, komm schon, Angelique! Oh, Paul!
schon nicht spielen kannst, dann schummle wenigstens nicht. Ich warne dich, nenn mich nicht Schummlerin. Aber das bist du, eine gemeine Schummlerin. Nenn mich nicht so. Ich nenn dich, wie ich will. Mädchen kann nicht Basketball spielen. Mädchen kann nicht Basketball spielen. Kleiner, schlag ein! Sie ist eine schlechte Verliererin, was? Ja! Oh,
सपना है सच है कहानी है कुछ होता है. Hier, Nikhil, ein Brief für dich. Und hier habe ich noch einen für dich, Mamta. Das war's. Hört mal, Kinder, eure Mamas und Papas beschweren sich, weil sie viel zu wenig Briefe von euch kriegen. Und ich habe mich bei deiner Mama beschwert, weil du mit keinem redest. Schön. Jetzt hören wir alle auf zu malen. Legst du bitte mal den Stift weg, ja? Hört bitte alle auf zu malen. Jeder schreibt jetzt einen Brief an seine Mama, okay? Hier habe ich Briefpapier für euch. Wir könnten noch was zeichnen. Reißt du es bitte weiter? Angeli, willst du auch in deine Mama? Liebe Tina, wenn du heute hier sein könntest, wärst du sehr stolz auf deine Tochter, weil sie so liebenswert ist. Aber das muss sie ja auch sein. Denn schließlich ist ihr Name Angeli. Aber weißt du, was am allerschönsten ist, dass sie genauso aussieht wie du. Die gleichen Augen, das gleiche Gesicht. Sie ist genau wie du. Das Gefühl, dass wir endlich eine richtige Familie sind. Hallo, Kinder! Guten Morgen! Seid ihr alle bereit? Ja? Dann sagt alle Tschüss! Oh, da werden doch nicht etwa ohne mich Fotos gemacht. Kommt nicht in Frage. Mir bleibt nichts erspart. Hallo, Mr. Almeida. Hallo. Wie sehe ich aus? Gefällt Ihnen mein Sarg? Ganz bezaubernd. Ich setz mich mal dazu. Ja, bitte sehr, meine Liebe, setzen Sie sich. Nein, 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 bitte weiter nach oben. Noch etwas höher, bitte. Mach ich. Ja, so ist es besser. Nein, nein, noch eine Stufe weiter nach oben. Warum muss ich ganz nach oben? Immer hat er irgendwas zu meckern. Noch eine Stufe. Ach, danke. Ja. Ist es hier richtig? Ja, genau richtig. Es kann losgehen. Wie sehe ich aus? Sie sehen fantastisch aus. Wunderschön. Danke, gut. Ich wäre dann soweit. Das ist gut. Und jetzt alle hersehen. Eins, zwei und tschüss. Ja, fantastisch. Ja! Sehr gut. Augenblick noch, bitte. Was ist denn, Mr. Almeida? Ich weiß nicht so recht. Irgendwas fehlt noch. Stimmt nicht so ganz. Besser so? Jetzt stimmt es.
Fotografieren Sie. Alles klar. Eins, zwei, drei. Bitte entschuldigen Sie aber. Jetzt noch ein Foto nur mit Ihnen beiden, ja? Vielen herzlichen Dank. Und noch ein bisschen näher zusammen. Na schön. Bitte. Nicht doch bitte, Mr. Almeida. Ich möchte nicht, dass Sie so viele Fotos... Anjali, nur noch eins. Ach bitte, nur noch eins. Bitte, Mr. Almeida. Es ist wirklich genug jetzt. Verstehen Sie, ich möchte... Anjali, Rahul! Anjali, Rahul! Guck mal, Schwiegermama. Wahnsinn. Wie kann man nur so gut aussehen? So sexy. Anjali sieht auf diesem Foto wirklich wunderschön aus. Anjali? Ist mir gar nicht aufgefallen. Erzähl mir nichts. Ich kenne dich doch, Amman. Kaum ist Anjali weg, tust du die ganze Zeit nichts anderes, als dir Fotos von ihr anzusehen. Ich halte es eben ohne sie nicht aus. Amman, die Hochzeit ist doch erst im Dezember. Du könntest vorher noch nach London fahren. Nein. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Wieso? Weil ich deine Tochter ständig im Auge behalten will. Warum? Es hat lange genug gedauert, sie zur Heirat zu überreden. Und solange wir diesen Zirkus... Diese Zeremonie. Ja, solange wir diese Zeremonie nicht hinter uns haben, gehe ich nirgendwo hin. Ach, mein Junge, du liebst Anjali wohl sehr. Nö. Ja. Ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass sie mich nicht liebt. Sie liebt mich nicht. Ihr Schwiegermama. Sie liebt mich nicht. Amman, du bist ja verrückt. Das ist keine Antwort. Heute spielen wir ein neues Spiel. Es heißt Filmraten. Es spielen zwei Teams gegeneinander. Das hier ist Team A. Yeah! Yeah! Danke, danke. Und das ist Team B. Yeah! Ich erkläre euch mal, wie es geht. Also, wir haben das eine Team und wir haben das andere Team. Und die beiden spielen gegeneinander. Ein Mitspieler der einen Gruppe sagt einem Mitspieler der anderen Gruppe leise den Titel eines Films ins Ohr. Jetzt muss derjenige versuchen, den Leuten seiner Gruppe ohne Worte vorzuspielen, um welchen Film es sich handelt. Aber er darf dabei keinen einzigen Muck sagen. Ganz einfach. Fangen wir mit Team A an. Aber... Na los! Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ja! Ja! Komm schon, Miss Anjali! Komm schon, Anjali! Schon gut, schon gut, schon gut. Eigentlich brauche ich dazu noch einen Partner. Man darf bei diesem Spiel... Ja, genau! Sie Schummler! Schummler! Moment! Sagen. Haben Sie das gehört? Sie sind eine Schummlerin! Ist der gut, ist der gut. Ich habe schon verstanden. Na komm, Anjali, du kannst das. Versuch's noch mal. Ja, gut so. Okay. Ja, guck mal, Kinder, sie macht das echt gut. Oh. Oh. Dafür bist du noch zu klein. Dirty Dancing! Das ist richtig! Wir haben es erraten, ja! Klasse, super, ja! Ja, das war gut! Hey. Alles klar, ja? Du hast echt scharf getanzt. Danke. Bitte sehr. Nein, so. Das kann ich nicht. Das ist völlig unmöglich. Komm schon, Oma. Kneifen geht nicht. Oma. Ich würde ja gern, Kinder, aber nein, es geht nicht. Wirklich nicht. Ich sehe mir solche Filme nicht an. Ich stehe auf alte Bollywood-Filme. So ein Blödsinn. Komm schon, Oma. Trau dich. Na los, Mama. Ja. Oma. Jemand muss mir helfen. Ja. Gehen Sie! Wohin denn? Auf Ihren Platz. Aber wieso? Weil ich es sage. Gehen Sie! Die Alte ist verrückt. Halt und jetzt bücken. Hä? Was? Bücken, habe ich gesagt. Gut so. Ja. Aber... Guck zu. Autsch!
Quatsch. Augenblick, Mama, mir fällt's gleich ein. Die kleinen Sträuche. Die kleinen Sträuche! Also gut, jetzt bin ich dran. Ja? Es gibt keinen Film mit diesem doch, Titel. Papa, den gibt es. Nein, den gibt es nicht, Angelie. Doch, Papa. Aber dann würde ich ihn doch nicht lange kennen. Reden Angelie, machen. Warte, warte. Doch, doch. Ich weiß, dass es diesen Film gibt. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Wie heißt der Film? Ja, 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 ist ja gut. Ja, alles klar. Drei. Drei Worte. Ich habe schon verstanden, es sind drei Worte. Oh, mein Kollege. Rahul, was tust du denn da? Jetzt ist Ihr Sohn völlig durchgeknallt. Ja, Rahul, was soll dieses Gehampel? Lass dir was einfallen. Komm, Rahul, versuch es nochmal. Gut, gut. Gleich. Was ist denn? Oh. Ich liebe dich. Klar. Was meint er? Mach's nochmal. Nein, 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 nein. Er macht das falsch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und das war so schwer? Ja, verdammt schwer. Schade, wir hätten sonst gewonnen. Ich... Nein. Oh, Kinder, schnell ins Haus. Ihr werdet ja ganz nass. Kommt, Harish, Mantar, beeil dich. Kommt, rein mit euch. Komm, komm, kommt. Los, Kinder, saust schnell ins Haus. Schnell, Kinder, beeilt euch. Gib mir den Schirm, ich komm gleich nach. Danke. Bist du verrückt geworden, Rahul? Angelie. Hä? Mir ist so schrecklich kalt. Oh, mein Schirm! Er ist weg. Komm, Angelie, wir stellen uns irgendwo unter. Aber... Musik.
liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, ich liebe dich auch, ich liebe dich auch. Mr. Almeida, wann reparieren Sie endlich das Dach? Angeli? Es regnet rein, stell dich einmal hier. In Ordnung. Mama, hast du Angeli gesehen? Da ist sie doch. Nein, nein, ich meine die andere Angeli. Hier, hilf mir mal. War steck sie mal hoch. Angeli! Rahul, ich... Da bist du ja. Ich wollte dir was sagen. Aber bevor ich den Mut dazu hatte, warst du schon wieder verschwunden. Ich Art. Wollte dir... Dieser Schuppen hier ist das Ferienlager? Hallo Leute! Hey, Sie kenne ich doch. Aber woher? Ach ja, der Typ vom Telefon. Ja. Wie geht's denn so? Was hat Sie hier ans Ende der Welt verschlagen? Hey, ist das Ihre Angeli? Das ist meine Angeli. Das ist meine Angeli. Nicht schlecht, Mann. Gar nicht mal so übel. Fast so gut wie Michael Jordan, Sportsfreund. Echt klasse. So gut bin ich auch wieder nicht. Oft bin ich der Verlierer. Verlierer? Du sollst ein Verlierer sein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer hat gegen dich gewonnen? Angeli. Deine Angeli? Deine Angeli. Meine Angeli? Mhm. Spielt Basketball? Komm, erzähl mal. Du warst doch mit ihr auf dem College. Was war sie für ein Mädchen? Was für Freunde hatte sie? Ich will alles über sie. Alle haben sie gemocht. Jeder kam mit seinen Problemen zu ihr. Daran hat sich nichts geändert. Weißt du? Ich erzähle ihr auch alle meine Probleme. Was hast du denn für Probleme? Mein Problem ist, dass ich sie zu sehr liebe. Verstehst du? Ja, das verstehe ich. Du verstehst es also. Finde ich toll. Hey, Rahul, du bist mir vielleicht ein Freund? Warst nicht mal bei ihrer Verlobung. Ihr seid verlobt? Hä? Das wusstest du nicht? War nicht ganz einfach, weißt du? Und im Dezember heiraten wir. Hoffe ich jedenfalls. Hör mal, sag deiner Freundin, wenn sie mich im Dezember nicht heiratet, dann werde ich diesen Basketball heiraten. Den Basketball. Bis dann, Rahul. Ja, bis dann. Ihr Sportfreund. Alles klar, danke. Man lebt nur einmal, stirbt nur einmal, heiratet nur einmal und liebt auch nur einmal. Angeli. Männer sind schwach, mein liebes Kind. Sogar sehr schwach. Sie stellen Regeln auf, ohne sich klarzumachen, dass das Herz keinen Regeln folgt. Es liegt an uns, diese dickköpfigen Kerle täglich daran zu erinnern, dass Gefühle vom Herzen bestimmt werden und nicht von Regeln. Eine tiefe Bindung entsteht nur dann, wenn man dem anderen seine Gefühle offenbart. Du musst ihm sagen, was du für ihn empfindest. Manchmal bricht es einem das Herz, wenn man ausspricht, was man fühlt. Aber wenn du schweigst, wird keiner glücklich werden. Weder du noch Rahul. Die besten Wünsche zur Hochzeitsfeier. Na 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 na. Hey Angeli,
Du hast mir gar nichts erzählt. Arman hat mir verraten, dass ihr heiratet. Hey, herzlichen Glückwunsch. Bist du glücklich? Hey, du bist doch glücklich. Und du jetzt, wo du es weißt? Ich freue mich für dich. Wie könnte ich da glücklich sein? Ich verstehe nicht ganz. Nichts ist mehr, wie es war. Aber das verstehst du nicht. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Aber das verstehst du nicht. Arman? Hä? Darf ich dich was fragen? Klar, frag. Warum heiratest du ausgerechnet Miss Anjali? Was? Wieso? Stimmt was nicht? Hör mal, weißt du, es ist ganz einfach. Erklär's mir. Ich finde, du siehst toll aus. Wie bitte? Und cool und sexy. Oh, vielen Dank für das Kompliment. Ich finde, Miss Anjali sieht nicht so toll aus. Überhaupt nicht toll. Ich glaube, du hast recht. Sie ist nicht sehr schön, viel zu dick. Und klein ist sie auch. Siehst du? Du kannst doch jedes Mädchen haben, das du willst. Wirklich jedes Mädchen? Klar. Dann heirate du mich, Anjali. Was? Ich? Nein, 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 nein. Wieso nicht? Gefalle ich dir denn gar nicht? Gut, dann musst du mir ein nettes Mädchen suchen, das zu mir passt. Schon gefunden. Wer ist es? Sie. Die von MTV? Hallo, hier ist die Neelam-Show, yo. Yo. Aber was machen wir jetzt mit dieser Anjali? Für sie musst du auch jemanden suchen. Schon gefunden. Wirklich? Soll ich dir sagen, wen? Nein, nein. Ich sag's dir gern. Nein, nein. Ich will's dir aber sagen. Nein, 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 nein. Bitte, bitte. Arman. Ich möchte, dass wir noch heute abreisen. Wiedersehen, Mr. Almeida. Gehst du fort? Bitte, du darfst nicht gehen. Anjali. Tina geschenkt, als sie damals ein neues Leben begonnen hat.
Heute beginnst du ein neues Leben, Anjali. Und ich weiß genau, dass du und Raoul sehr glücklich miteinander werdet. Amman. Amman. दिल रोया के अख भर आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना Fangt mit den Hochzeitsvorbereitungen an. Ich möchte jetzt nicht mehr länger warten. Wieso gleich? Der Priester sagt, erst im Dezember ist der Termin dafür günstig. Mutter, über Glück entscheidet nicht der Kalender, sondern das Schicksal. Und das kann keiner beeinflussen. Sag dir nicht wunderschön hier. Das ist schon ganz schön. Der Priester ist gekommen. Kümmere dich bitte um ihn. Namaste. Sie sind Raoul, nicht wahr? Ja. Anjali und ich haben... Ich weiß. Anjali heiratet heute? Ja. Aber ihre Entscheidung kam völlig unerwartet. Ich hatte nicht mal genügend Zeit, die Hochzeit richtig vorzubereiten. Kann ich Sie kurz was fragen? Ja, ich komme. Bitte setzen Sie sich doch. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Anjali? Wenn man eine Sternschnuppe sieht und sich etwas von Herzen wünscht, geht es in Erfüllung. Anjali! Thank you.
Rufen Sie die Braut. Jetzt stehen die Sterne günstig. Anjali. Wir sollten mit der Zeremonie beginnen, bevor der günstige Zeitpunkt vorbei ist. Anjali, gehen wir? Nötig zwinge ich dich zu deinem Glück. Habe ich doch gesagt. Mann. Weißt du, Anjali, ich wollte in deinen Augen dieselbe große Liebe sehen, die ich für dich empfinde. Und heute habe ich diese Liebe gesehen. Aber sie gilt nicht mir. Du bist verrückt, Anjali. Du hast immer nur Rahul geliebt. Seit dir bewusst ist, was Liebe bedeutet, hast du ihn geliebt. Deine Liebe gilt ihm allein. Rahul ist deine große Liebe. Und keiner könnte das besser verstehen, als ich es tue. Und das alles wolltest du für mich aufgeben, Anjali. Wie könnte ich mich zwischen diese Liebe stellen? Sie war nie für mich bestimmt. Ein Mädchen hat mal zu mir gesagt, ich sehe so gut aus, dass ich jede haben kann, die ich will. Oh Mann, worauf wartest du noch? Geh zu ihm. Ah.
साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए लड़की बड़ी अनजानी है सपना है सच है कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही दीवानी है हो हो लड़की बड़ी अनजानी है सपना है सच है कहानी है हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला ये तो वही दीवाना है ओ, 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 जागे न सोता है कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है